Rothenburg ist ja umrahmt von dieser endlos krass schönen Stadtmauer. Und am Ende dieser Mauer werden wir Maria Semmer treffen. Durch den Klostergarten. Und schon sind wir da und klopfen an. Na, ist wohl keiner da? Dann lassen wir mal die Kunst sprechen. Eine Radierung. Schon aus 2008. Interessant, was die Maria alles macht. Auch spannend. Aquarelle. Also die Maria Semmer ist eine ziemlich vielfältige Künstlerin. Sie malt also. Sie radiert. Wie schon erwähnt, macht sie T-Shirt-Druck, Linoldruck. Da gucken wir auch noch rein. Und diese Aquarelle sind über einen Zeitraum von ersten Strich bis zur Fertigstellung von fast 10 Jahren entstanden. Und hier schauen wir uns jetzt mal zwei ihrer Traumballaden an. Und auf meine Nachfrage die Tage, was sie denn damit ausdrücken will, sagt sie gar nichts Bestimmtes. Sie sieht die Bilder, sie müssen real sein, sie müssen rauskommen. Und sie überlässt den Menschen selbst, was sie darin sehen. Und ihr macht es einfach tierisch Spaß. Typisch Künstler. Und noch eine schöne Facette von ihr. Hier ist das Prunkstück, die Linoldruckpresse. Sie hat einfach Lust darauf, handwerklich tätig zu sein und Dinge zu produzieren, die auch dann nützlich sind. Wie zum Beispiel hier die wunderschönen T-Shirts, wo sie die Motive entwickelt hat, ausschnitzt, selbst druckt. Und die kann man bei ihr auch im Laden erwerben. Und wer jetzt noch mehr über die Maria wissen will, der kommt am besten zum Träumen und Machen Festival, redet mit ihr, fragt sie, macht mit ihr T-Shirts und hat einen schönen Tag zusammen. Bis denne, ciao!